So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Spieltag Nummer 3 gegen Arminia Bielefeld. Ich habe ein Leih geworfen für Kutucu, unser Pokalheld. Wer ist denn? Rayados, okay. Delegieren. Ich nehme die Leihe mal ohne Kaufoption raus. Da könnt ihr gerne verhandeln, wie ihr Lust und Laune habt. Das ist mir recht, aber ich kann ihn nicht in der... Ich bin kein Fan davon, meine Spieler dann endgültig zu verlieren. Deswegen nehme ich die Kaufoption raus. So, wie gesagt, nächster Spieltag haben wir Bielefeld, Spieltag Nummer 3. Es geht gegen den Tabellen 7. jetzt. Und da dürfen sie dann gerne auch bleiben nach dem Spiel, wenn wir das Ding dann gewonnen haben. Aber wie gesagt, halt, ich kann ja mal meine... ich muss wieder ein bisschen umbauen, ne? So, Teamzentrale. Nein, nicht Teamzentrale. Hier. Teammanagement brauche ich. So, ich denke, das kann ich so stehen lassen, die Mannschaft. Ich denke, mein Innenverteidiger mit Dragovic Mustafi, die hat es eigentlich gegen Dortmund sehr, sehr gut gemacht. Und... Krüger ist für mich da rechts außen und definitiv ein Stammspieler. So, gehen wir rein ins Spiel gegen die DSC Arminia. Es müsste ein Heimspiel sein. Gut. Ja, gehen wir rein. Heimspiel, genau. Wollte gerade sagen. Das letzte Spiel davor gegen Heidenheim gab es ja dieses 2-1. Aber jetzt hier. Bielefeld zu Hause. Hallo, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Die Nummer 20. Sehr Kolasina. Die Nummer 5, Weston McKennie. Die Nummer 14, Florian Krüger. Die Nummer 16, Javairo de Rossu. Und mit der Nummer 9, Simon Terodde. Ja, das ist unsere Startelf. Ich habe also nicht die Nummern sortiert, dass er dann quasi nach Position durchgeht. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, ich habe meine Stammelf wahrscheinlich gefunden mit Dragovic Mustafi in der Innenverteidigung. Bei der Kontakt, der macht mir noch zu viele Fehler. Aber der wird immer mal wieder gebracht. Manche fürchten Abwehrschlachten, aber die haben da eigentlich gar nichts gegen. Der Gegner kommen, ne? Genau, Wolf. Das ist herzlich wenig mit Initiative. Die egeln sich hinten ein, machen einfach dicht und dann müssen wir mal abwarten, wie sich das hier entwickelt. Genau so ist es. Und dann geht's jetzt los. Spieltag Nummer 3, Schalke gegen Bielefeld. Und ja, Bielefeld muss gewinnen, um dran zu bleiben. Und wir wollen natürlich die den perfekten Saisonauftakt krönen. Momentan haben wir 6 Punkte und wollen natürlich heute so schnell wie möglich 9 draus machen. Klasse, aufgepasst. Er hat den Ball. Vor allen Dingen nach dem Sieg im Supercup und dann unter der Woche im Pokal noch das 1-0, also was war gestern gesehen? Das 5-0 gegen in Wiesbaden. Das macht er gut. Okay. Und jetzt ist er mit dem Bielefeld an raus. Nochmal! Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Den darfst du da nicht verlieren. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Und dann mit vereinten Kräften das Ding da hinten rausgehauen, ja. Krüger. Der mal jetzt über die Außenbahn probiert zu gehen mit Power.
Krüger und das lange Bein des Bielefelder Verteidigers sorgt für die erste Ecke im Spiel nach 10 Minuten oder gut 10 Minuten. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und die Chance von Amatei, der Ortega da prüft. Ballbesitz verloren. Und dann war das ein bisschen zu hastig gespielt, weil der auf eurem. Oh gut, der Bielefelder hat ein bisschen aufgepasst da. Verhindert hier diesen gefährlichen Pass vorne in die Spitze Richtung der Rolle. Das müssen sie nämlich verhindern und wir müssen versuchen, irgendwie das zu nutzen. Romilanski, der Rolle passt momentan einfach nach vorne drin. Jetzt vielleicht die Flanke. Platte wollte nach dem Drittligatitel natürlich nochmal was anderes probieren. Jetzt hat er nach Dänemark gewechselt, deswegen musste ich ja den Jamon. Gut, unabhängig von der Abgang, vom Abgang von Terodde, von Platte, musste ich den, wollte ich Terodde haben. Das war so klar, als ich den für die neue Saison war. Der hat auch schon seine Tore gemacht in dieser Saison. Ich habe jetzt 4. Gut, da müssen wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, weil die Bielefelder können natürlich auch Tore schießen, wenn sie sein muss. In ja, dieser Bundesliga-Saison gab es ja das 1:0 der Arminia. Und dann ist es das 1-0. 24. Minute 0-1. Julio. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Ja, Klos. Eieiei, haben wir ein bisschen Glück. Sonst hätte es auch durchaus mal Handelfmeter geben können, aber. Und wir liegen das erste Mal hinten in dieser Saison. Ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, das wird jetzt eine andere Arbeit. Ein bisschen mehr Arbeit hier. Aber nicht so. So, jetzt möchte ich mich wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ich habe mich einfach nicht mehr aufs Spiel konzentriert. Sondern mehr aufs andere Gequatsche. Sie spielen die einfachen Bälle, holt sich so Sicherheit und legt Mustafi. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler. Amatei. Guter Vorstoß da jetzt. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Noch ist die Chance da. Jetzt hat man erstmal raus. Krüger. Jetzt ein bisschen über außen. Jetzt über außen. Er sieht den Stürmer. Ja, der erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. Und den Nacht. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und den Nachschuss, der wurde ein bisschen. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Erstmal geklärt. So. Mustafi jetzt mal. Jetzt könnte er flanken. Ja, gut gelöst da jetzt. Was für eine Aktion. So gerade noch jetzt Bielefeld jetzt also ein bisschen verhindert bisher. Und dann geht's jetzt Hartl gegen Mustafi. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt haben wir. Und da verlieren sie den Ball. Aber dann kommt dieser Fehlpass nach vorne. Kolasina. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Also das Problem ist, die Bielefelder, ich sage momentan so, die wichtigen Zweikämpfe kommen. Wir kriegen es momentan nicht gebacken da. Mal jetzt einen Zweikampf aufzubauen, einen Ball aufzubauen. Abseits. Ja, und dann stehen wir zur Pause mit 0-1 hinten. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das ja. War schon 0:1 zur Pausenstand. Jan Regensburg St. Pauli ebenfalls 0:1. Würzburg gegen Erzgebirge Aue ebenfalls 0:1. Und Hannover gegen Heidenheim. Wie kann man es erwarten? Ebenfalls 0:1. Während auch unser Spiel hier mit 0:1 in die Halbzeit geht. 24 Minuten in Junior. Aber in dieser zweiten Hälfte. Wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit, das Ding hier nochmal irgendwie zu drehen und ein bisschen mehr Power da drauf zu kriegen. Noch lässt sich jetzt. Starke Aktion. Ach Mann. Man merkt auch an dieser Partie, dass definitiv die zweite Liga keine auf die Lücke bei
keine 34-0-0-Veranstaltung wird, sondern harte Arbeit jetzt vor dem Sieg. McKennie. Barcelona war seit einiger Zeit hinter einem Spieler her. Lange wusste man nicht, kommt er. Jetzt kommt er! Fest, harte Rotte! Oh, das gibt den Freistoß, glaube ich, oder? Er entscheidet auf Freistoß. Das gibt den Freistoß für uns, ja. Das ist die Chance hier auszugleichen. Gute Position für einen direkten Freistoß. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Ne. Aber momentan. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen. Aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Ja, und das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt die Wechselmaschine anwerfen, weil mir das mir momentan überhaupt nicht gefällt. Über die Seite Krüger mal reinsetzen. Ah, ich muss auch einen Verteidiger auswechseln. Scheiße. Mein armer Thema auswechseln. So, Robin Hack reinbringen. Ja, ich bring mir momentan nicht. Mir gefällt es momentan einfach schlichtweg nicht. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Edmundson. Edmundson! Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müsste mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Westen McKennie. Kobylanski, ja. Terodde. Das sieht vielversprechend aus. Ja, der kann aber nichts machen momentan. Terodde. Ja! Als 1,62. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von ihm zu sehen, aber das war eine wunderbare Aktion. Der hat alles gemacht. Aber endlich funktioniert da mal was vorne. Endlich kommt man da auch mal durch. Der Mannschaft hat sich hier wieder reingekämpft in diese Partie. Das gefällt ihm natürlich. Genau diesen Kampfgeist wieder sehen. Und das ist das vierte Saison von Simon Terodde, ja. Das ist halt er. Der funktioniert auch nur in Liga 2. Jetzt so, kommen jetzt gleich drei neue Spieler. Ja, ich muss halt wechseln, ne? Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Na, ein bisschen. Da haben sie jetzt Platz. Kampf so, Kolasinac, ja, der wird auch mal irgendwann Pause mal haben müssen wollen. Dürfen, können, wie auch immer. Und dann ah, Ballverlust. Der kann natürlich wehtun. Aber Bielefeld macht es auch clever, macht es auch gut, wirklich. Die ja, verhindern momentan die wichtige, diese wichtigen Bälle auch, diese teilweise Querpässe ja, in die... Im eigenen 16er. Oder wichtige Bälle nach vorne und teilweise auch zweite Bälle, die verhindern sie. Aber den Terodde mal konnte sie nicht verhindern. Da ist er da. Guter Zweikampf. Ah, das bitte. Ah, scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. Ja, richtig, dass er da klärt. Ah, der kommt aber so. Das gibt die Abstoß. Abstoß, ja. Wechsel bei Arminia. Jetzt kommt der Wechsel. Vom Feld gegangen. Die Nummer 20. Nils Seufert. Neu in der Partie. Die Nummer 10. Jetzt mal. Nee, kein Abseits, sagt der Schiedsrichter. Kein Abseits. Macht es wieder, Terodde. Nein. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. 76. Minute. Da war die Riesenchance. Ja, ich hätte den Fall sogar querlegen müssen. Um das Ding einfach ein bisschen sicherer rein. Um das Ding auch immer sicher zu kriegen. Aber momentan. Klasse Aktion da. Ja, der ist nicht schlecht, der Ball nach außen. Ja, boah, Tor. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein. Ja, Bielefeld kommt jetzt. Die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Eck. Gefühlt was abseits, aber gut, Schiedsrichter sagt nö. Die Nummer 10. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ja, hier gibt es maximal noch einen Punkt, wenn wir ein bisschen Glück haben. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Ja, geh doch damit rein. Marco Richter.
Fuck you. Das war doch mal eine riesen Chance, das Ding hier zuzumachen. Ah, ich glaube, das denke ich mal sogar, das war's das. Das wird die erste Saison-Niederlage werden. Ecke. Maximal die, wenn wir die Ecke kriegen, abgefangen bekommen. Und das. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Maximal noch ein Punkt. Das muss jetzt Terodde sein, seine Aufgabe sein. Tor! 94. Minute. Marco Richter. Es ging nur noch so. Ja, nervenstark, so ein Ausgleich musst du in der Nachspielzeit erstmal machen und das ist clever gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und wenn er geht, er dann doch irgendwo noch rein. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große ja, Freude. Es ist zu spät, aber es wird maximal, wie gesagt, es wird das Unentschieden halt werden. Aber zumindest besser als eine Niederlage doch zum Auftakt hier. Den Gegner so ein bisschen auf der Distanz gehalten. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Schönes Spiel heute. Aus meiner Sicht auch ein gerechtes Endergebnis. Sie waren sich. Ja, 2-2. Der Endstand. Keinen Sieger. In Ordnung, Buschi. Ich denke schon, beide auf ähnlichem Level. Da kommt dann schon mal ein Unentschieden raus. Ja. Ja, ja, muss man nochmal so ein bisschen verdauen gerade, dieses Ding. Aber gut, okay. Alles ist gut. Aber besser als, wie gesagt, das Ding zu verlieren. Man war glücklich, weil ich hatte auch erwartet, fast sogar, dass der Schiedsrichter das Ding abpfeift am Ende noch. Aber der hat das die Ecke noch laufen lassen. Na, den Konter noch laufen lassen. Ja, unsere kleine Serie ist gerissen. Aber es ist auch letztendlich egal. Alles ist gut. Das Team ist natürlich frustriert. Ja, es waren ein paar Situationen dabei, wo ich das Ding vielleicht sogar querlegen müsste. Oder wie auch immer. Naja, am Ende ist es halt 2-2. Es ist halt einfach so. So, dann ist jetzt quasi gleich das Spiel durch. Ich danke Ihnen. Oder die Folge durch, so rum ist es richtig eigentlich, ja. So, Übereinkunft Kututu. Ja, war irgendwas. So, Rayondas. Dann nehme ich das Angebot an und dann geht er aber irgendwie nach weg, unser Pokalheld. Wechselt. So, nächstes Spiel ist dann Jan Regensburg und wir sind immer noch Zweiter. Also ist es doch alles im Soll. Also alles ist gut. Nächstes Spiel, Jan Regensburg, wie gesagt. Da ist noch irgendwo ein Angebot. Angebot für ELS, ja, ich. Guck mal gerade. Fenerbahce Istanbul möchte ihn haben. Watford möchte ihn leihen zu Kauf. Ach, ich will auch gar nicht die Dinger verhandeln jetzt. Ich wollte die delegieren. Naja, ist gut, scheiß drauf. Und tschüss.
LS geht für wahrscheinlich für 2 Jahre nach Dings. Was haben wir denn hier noch? So, ich streng dich an. So, nächstes Spiel ist gegen Jan Regensburg und das wäre der Tabellen 18. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.